Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir müssen jetzt eine Ziege finden. Hier entlang, glaube ich. Und jetzt sagen wir auch schon mal Spuren, das ist doch schon was. Noch ein Hinweis. Hier haben wir schon mal Spuren. Hier hoch. Gut. Oh. Bleib doch einfach mal. Bleib doch mal auf dem einen Gegner. Komm schon. Oho. Ich höre doch hier schon einen Ziegel da. Ach, da bist du. Na los, gehen wir zum Weideler. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier entlang, euer Gnaden. Boah, was für eine blöde... Zur Hölle bist du hin? Jetzt haut die auch noch ab! Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Blöde Ziege! Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Geralt, es wäre auch einfacher, wenn du die Glocke einfach in der Hand... Keine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Beweg dich, du stures Vieh! Meine Fre... Kommst du jetzt? Wir sind doch gleich da. Los! Prinzessin, lauf dem Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Eine Güte. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Wie nett von dir. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Thank you.
Reicht das? Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Okay. Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Ja, gut. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Aha. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen! Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen! Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Ich weiß ja nicht. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden.
Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Oha. Na gut, auf zum Baron. Wir sollen nach mehr über den Vielgeborenen lesen. Oh, schaut mal, man kann sogar Quen auf den Bär wirken. Das kann man gleich bei allen Tieren machen. Ich glaube, wir zum Ende hin werden wir uns gleich mal das Bestarium durchlesen. Also suchen wir erstmal den Fehlgeborenen. Wo ist er denn? Meine Maus spinnt schon wieder. Irgendwie funktioniert mein Mausrad nicht richtig. Sind das Hybriden? Nee. Verfluchte Wesen. Ja, Fehlgeborener. Ja, ist ja nicht viel. Ach, den kann man auch. Wir haben noch kein Bild, okay? Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Lambert, Hexer der Wolfsschule. Aha. Fehlgeborene sind womöglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden und haben das Erscheinungsbild eines halb verwesten Ungeborenen. Das ungeformte Fleisch verzehrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solch irrsinnigem Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Fehlgeborene steigen nachts aus ihrem Versteck und schleichen sich an die Betten werdender Mütter, wo sie diesen und ihren ungeborenen Kindern im Schlaf die Lebenskraft rauben. Derart belagerte Frauen haben zunächst schlimme Träume, gefolgt von Fieber, Delirium und allgemeiner Schwäche. Nach einigen solcher Nächte sind sie nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Dann greift der Fehlgeborene direkt an, schlägt die langen Fangzähne in ihren Körper und trinkt ihr Blut, bis sie und das Ungeborene gemeinsam sterben. Fehlgeborene sind etwa einen halben Meter groß, können jedoch in Gefahr sowie nach ausreichendem Blutkonsum die Form ändern. Dann verwandeln sie sich in deformierte Männer, gebeugt und einem Affen gleichend, bewegen sie sich mit Hilfe der Arme fort. In dieser Erscheinungsform sind Fehlgeborene stärker und wilder. Sie stürzen sich direkt in den physischen Kampf, beißen ihre Gegner und greifen ihn mit scharfen Klauen an. Der Fluch von Fehlgeborenen lässt sich aufwimmeln, indem man sie in Völpelbolde verwandelt. Dies sind Wächtergeister des Herdes. Sie wachen in dem Haus, das ihnen kein Zuhause wurde, über die Familie, deren Teil sie nicht werden durften. Weiter so, Plätze. Okay. Gut, jetzt wissen wir zumindest, womit wir es zu tun kriegen. Mal schauen, was der Baron dazu sagt. Schon gehört? Sie haben Margarete im Wald gefunden. Mal schauen, was der Baron dazu sagt.
Aber man kann den Fluch brechen, das ist doch schon mal was. Ein Blitzeinschlag? Hä? Wo denn? Oh, da. Was ist denn hier passiert? Dreht der versoffene Kauz mal wieder los. Hey. Komm jetzt. Holla, ja. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Na gut. Hat neulich zwei in die Kehle durchgeschnitten. Wenn ich wieder mal mit dir trinken will. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Kann ich das hier... Nee, warte mal. Kann ich hier runter? Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. So. Mitte. Du hast dir einen Fass lyrianischen Weins verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Hin, Schwanzlutscher! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Rums! Fünf Kronen auf die Hexer! Ha! Ach, komm schon! Hübsche Keilerei! Long, umgefallen ist der Baron. Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt.
Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Okay. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Was ist eigentlich passiert? Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Oh Mann. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider, womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Oh Mann. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot.
Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja. Ja, ich glaube, wir... Ach komm. Ich glaube, wir hören mal auf, den herzlosen Arsch zu spielen, oder? Also, aber... Man sollte halt wissen, wie viel man trinken kann. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Wir erklären ihm das mal. Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Das überlegen wir uns, weil das schaffen wir in dem Part jetzt eh nicht mehr. Deswegen sagen wir jetzt mal, wir haben uns noch nicht entschieden. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tue. Wie du auch entscheidest. Wir müssen das Leid meines Kindes beenden. Mist, okay, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Oi. Okay, dann sagen wir jetzt, ich hole später. Ich werde nämlich jetzt so eine Aufnahmepause machen, denke ich mal, oder? Ja. Deswegen kommen wir später hier hin. Ich muss erst noch was erledigen. Beeil dich! Und ich? Was mache ich bis dahin? Nüchtern werden. So, dann würde ich auch mal sagen, dass wir dann für heute den Part jetzt mal beenden werden. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Mal gucken, ob wir dem Fehlgeborenen irgendwie retten können. Aber was heißt retten? Er ist ja schon... Also, ihr wisst, was ich meine. Dass wir den Toten nicht nochmal töten müssen. Wie dem auch sei. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.